Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück beim Überlebensmodus am Kahlen Zustrom. Ja, wir haben jetzt hier eine Höhle gefunden, wo ich erst dachte, so, oh, das ist das Übergang. Nein, ist es noch nicht. Aber wir nähern uns sowieso langsam dem Ende dieser Karte, die doch abwechslungsreicher ist, als ich dachte. Also mit allem drum und dran war diese Karte und ist diese Karte doch sehr abwechslungsreich. Also jetzt hat man hier den ganzen großen, ja, jetzt haben wir den ganzen großen Abschnitt vom von der Natur selbst. Cool, dieser Sternenhimmel. Aber diesen ganzen ja, menschenbesetzten Teil haben wir ja schon hinter uns gelassen. Mit den ganzen Verarbeitungsfabriken und so weiter und so fort, mit der Werkstatt. Ja. Wasserfall am Schluchtausgang. So. Bin schon eine Weile im Look. Im Lork. Was ist ein Lork? Wasserfall am Schluchtausgang. Gut, dann haben wir das jetzt auch markiert. Oh, bist du Leiche? Nein. Ach, es ist wieder auch eine geomagnetische Sturmnacht. Interessant. Wir können aber eben schauen. Notiz, untersuchte Orte. Es fehlt noch ein Ort. Ein Ort fehlt uns noch. Das ist wahrscheinlich der Übergang zum Kahlen. Zum Ma Ort. Blub, zum Marschland. Mein Gott, Ort der Trostlosigkeit bestimmt nicht. Extrem. Der ist schon lange hinter uns. Coole Nummer hier wieder alles. Ich weiß nicht, ist es so gut, dahin zu gehen? Aber die Wasserfälle sind halt oft Orte zu markieren. Ach so, jemand, der nur zuschaut und nicht schreibt, der sich nur im Hintergrund hält. Da siehst du mal, wie alt ich bin. Ich weiß. Ja, danke Sid für die Aufklärung, dass du den alten Mann extrem aufgeklärt hast. Also cool aussehen tut das hier alle Male, ne? Also es ist unglaublich schön. Ach komm, jetzt kommen wir nicht mit den Lichtverhältnissen, dass die schlecht sind. Verdammte Scheiße. Ah. Ja, das habe ich jetzt nicht da überdacht, ne? Als ich sagte, ja komm, wir sind die Nacht unterwegs. Ja, das ist jetzt doof. Das ist jetzt wirklich sehr doof. Weil wir sind jetzt ungefähr hier. Ich kannte den Begriff auch nicht, alles gut. Ja, also heutzutage ist das alles sowieso schnelllebig. Es gibt ja so viele Streaming-Begriffe mittlerweile auch, für die die Streamer aktiv selber sagen oder die Community auch so nutzt. Deswegen toter Wolf? Warum liegt da ein toter Wolf? Das ist mir jetzt sehr suspekt. Das sieht doch aus wie ein Wolf von hier. Hier ist, glaube ich, der Übergang. So. Wir können aber hier auf jeden Fall übernachten. Region Kahler Zustrom verlassen. Wir werden jetzt hier reingehen und erstmal die Nacht hier verbringen. Beim Übergang, denn das ist ja auch der Weg, den wir gehen wollten. Demnächst. Erstmal das Fratzen. Dann gönnen wir uns ein bisschen was zu trinken. Und dann werden wir uns ein bisschen hinlegen. Ja.
komplett ausgeruht aufgewacht. Aber leider zu früh, weil wir können die Nacht einfach nicht durchschlafen. Schade. Gut, wir können jetzt noch was essen, was trinken. Und dann warten wir einfach noch mal ein bisschen, bis der nächste Morgen angebrochen ist. Wir müssen ja markieren, das ist halt das Problem. Wir brauchen ja Tageslicht, sonst sagt er wieder, keine Lichtverhältnisse. So, den Schlafsack können... Braucht den ja nicht hier lassen, wir sind ja nicht so schwer überladen, ne? Nehmen wir den mit, ist ja jetzt Quatsch, wir haben ja genug Platz im Inventar. Sollte jetzt echt nicht das Problem sein. So, Schlafsack aufheben, dann Essen trinken und dann gehen wir raus, markieren den Rest und suchen auch den Rest mal ab hier. Denn wir haben ja doch noch etwas aufzudecken und das wollen wir ganz gerne machen. Wenn wir die Karte schon entdecken, dann auch komplett. Wäre mir ein Anliegen. Ich renne in die falsche Richtung, kann das gerade sein? Ja, ich renne in die falsche Richtung. Gut, dann in diese Richtung hier. Ach ja, ein neuer schöner Morgen. Ich finde das immer wieder so schön, wenn der Himmel so orange wieder gefärbt ist. Markieren wir das hier mal eben. Dann haben wir nämlich auch diesen Abschnitt drin. Ich würde sagen, ich gehe mal eben schnell zu dem Wasserfall nach links. Ich markiere dort auch mal. Dann haben wir diesen ganzen Abschnitt da fertig. Wenn wir hier stehen, sollte das schon reichen, wenn wir hier auf dem Feld uns hinstellen. So. Naja. Naja. Oh Gott. Oh. Auf der Karte gespottet. Wo ist der gute Rohrkolben hin? Warte, warte, warte. Hä? Er ist sich verwirrt. Wasserfallrohr. Doch hier sein. Da ist er doch. Hier ist er doch, der gute alte Rohrkolben. Kann ich hier nicht was kommen lassen. Na, da hinten ist noch mehr, aber... Ich riskiere mein Leben für euch, Rohrkolben. Nein, ich mache das jetzt vor allem auch, weil wir nicht mehr so viel zu essen haben. Und ja, dann haben wir jetzt auf jeden Fall wieder gut was in der Tasche. Da diesen toten Wolf, Hirsch, was auch immer das war, können wir auch noch auseinandernehmen. Haben wir auf jeden Fall wieder gut was zu essen in der Tasche. Und das sollte uns dann auf jeden Fall eine Weile über Wasser halten. Ah, da ist noch mehr Rohrkolben, verdammt. So, ja, das ist dieser eine Schwenkarm, der quasi in den gefrorenen Delta führt. Mich wundert dann aber echt, wenn dieser Fluss... Okay, der Flusslauf geht ja auch noch hier weiter letzten Endes. Ne? Das ist ja quasi nur ein großer See. Ach nee, das ist ja eine Brücke. Stimmt, das geht ja unten drunter. Ja gut, dann wundert mich das doch nicht, dass es da nicht gefroren ist. Okay, alles gut. Ich habe nichts gesagt. Das haben wir. Da vorne ist noch Rohrkolben. Ich versuch's locken. So. Haben wir ein bisschen was abgeerntet. Das bringt uns auf jeden Fall erstmal gut was auf die Rippen. Da vorne haben wir das tote Wesen, ja. Was? Ein Wolf ist. Soll das jetzt eine Darstellung quasi sein, dass die Timberwölfe die normalen Wölfe getötet haben? Oder
Worauf soll sich das jetzt hier beziehen? Hier ist, genau, weil es ein zerfleischter Wolfskadaver ist, würde ich jetzt vermuten, dass es darauf beziehen soll, dass der von den Timberwölfen, bei dieser eigenen Rasse hier, was der unterschiedliche Wölfe, getötet worden sind, also eher getötet worden ist. Vermute ich mal, darauf soll es hinabzielen. Ja, passe ich genau nicht hin. Ach, guck mal, wer da rumstinkt. El Stinko, El Hirscho. Also Elch, nicht Hirsch. Kollege, du stehst mir ein bisschen in meiner Bahn. So begab er sich auf die Pirsch. Der ihr seht das auch, ne? Der gleitet so über den Boden. Er hat Rollen unter den Kufen. Er muss noch ein bisschen hier rüberkommen. Muss man die Tasche eigentlich auch einfach gehen, nutzt die sich ab? Ja, aber wenn man bedenkt, wie lange ich die jetzt schon habe, sehr langsam. Und irgendwann haben wir bei der Küstenstraße ja auch nochmal. Also ich würde ihn jetzt töten wollen, auch für das Fleisch tatsächlich, wenn ich das jetzt so bedenke, für die neue Karte Marschland. Wenn wir uns hier dann unsere Fleischvorräte dann alle mitnehmen. Ich denke, dafür wäre das schon nicht schlecht. Dann hätten wir auf jeden Fall gutes Futtertier. Die Höhle ist auch gleich da vorne. Das ist eigentlich schon praktisch. Komm mal her. Elchi. Hab ihn getroffen. Oh, jetzt rennt er wieder bis nach Timbuktu und zurück. Das. Ah, da ist er wieder. Okay, er ist nicht bis nach Timbuktu zurückgerannt. Wie habt ihr da gerade? Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Oh. Weil ich unbedingt gucken wollte, ob er stirbt oder nicht. Ich hätte einfach direkt reinschießen sollen. Zögerlich gewesen. Da kam mein gutes Herz wieder raus und wollte ihn verschonen. Aber kann ihn nicht verschonen. Hab ihn getroffen. Och Junge! Macht doch keinen Sinn, du stirbst sowieso. Lass mich dich doch wenigstens erlösen. Du musst doch nicht leiden. Komm her, lass dir den Kopf schießen. Hä? Hab ich nicht getroffen? Was? Also meiner Meinung nach hätte ich ihn jetzt voll in den Kopf geschossen. Gut, renn dahin, das ist gut. Da hinten ist nämlich die Höhle. Jetzt lass mich hier nicht einbrechen, Freunde. Das ist jetzt, das wäre mehr als peinlich. Wow! Genau, so ein 500 Kilo Vieh rennt da rum. Aber ich hier mit meinem bescheidenen Stelzenbein. Was zur Hölle? Jetzt reicht's mir. Ich hab's dir einmal freundlich gesagt, du sollst sterben. Jetzt hab ich die Schnauze voll. Junge, hör doch auf, da hinten irgendwo am Fluss rumzueifern. Komm doch hier einfach zu der Seite des Lichtes.
der guten Seite. Wenn du mir jetzt da vorne stirbst, ne? Okay, den habe ich jetzt nicht getroffen. Also manchmal ist die Reichweite der Waffen auch so ein bisschen... Und die Revolver-Muni war auf jeden Fall auf 100%. Komm hier rüber. Nein, hier hinten. Lustig wäre, wenn der jetzt einbrechen würde. Das war's. Das war's mit dir, mein Freund. Du hast mich jetzt mehr Nerven gekostet, als es eigentlich sollte. Ich wollte es nicht so problematisch machen. Aber es ist nun mal so, wir brauchen dein Fleisch. Denn wir haben weitere Reisen vor uns. Du bist eigentlich gut gestorben, also in eine gute Position gestorben, sagen wir es mal so. Es ist gut, dass du hier gestorben bist. Erstmal den ganzen Körper da reinlegen. Übertreiben wir es natürlich jetzt maßlos. Aber wir brauchen das, ne? Also ich kann es ja rausschneiden, das Fell. Kann ja, ne? Und überhaupt. Muss gehen. Kann nicht laufen. Überladen, also gut, ne, ist halt schon ein bisschen was. Lege jetzt, das ist immer noch zu langsam. Ich lege jetzt gleich mal so. Ja, eine Pause wollte ich eh machen. Ich wollte auch eine Aufnahmepause machen. Das Problem ist, wir müssen natürlich immer noch ein bisschen was hier aufdecken. Ich denke mal, eine Folge werde ich noch dranhängen müssen. Weil ist jetzt doof, jetzt wegen so ein bisschen jetzt bis nächste Woche zu warten. Beinahe 30 Kilo. Ja, dass ich da schon überladen bin. Ja, zwei Elchbeute gehen nicht. Also das meine ich, habe ich auch mal gesehen, dass das nicht geht. Das wäre, ja, wäre schon praktisch. Aber einerseits haben wir die Klettereisen, die sind halt auch gut. Ich lege das Fleisch mal hier hin. So, dann essen wir noch mal was. Dann trinken wir noch mal was. Achso, trinken müssen wir auch abkochen. Wir müssen alles gleichzeitig machen. Ja, dann werde ich jetzt gleich zwischen den Folgen hier mal so ein kleines Brutzellager ausschlagen, sag ich mal. Schlafsack dahin und dann essen, braten, schlafen und so weiter und so fort. Das hatten wir ja schon in der letzten Aufnahmesession einmal gemacht mit dem Bären. Das gute Bärenfleisch haben wir ja hier immer noch, aber ja, das ist jetzt schon, ist jetzt da hinten, da. Wir sind jetzt da, jetzt schon ein bisschen umständlich, da jetzt hinzukommen. Ja, nee, wir sind jetzt sogar hier. Wir konnten das ja nicht markieren. Wegen der Lichtverhältnisse. Diese Lichtverhältnisse, ich raste aus. Gut, ich würde sagen, ich schuhe das Fleisch. Ich mache das alles zwischen der Folge. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis morgen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bin raus. Sag bis dahin. Tschüss.